Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde von Ahnungslos TV. Schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt und mit mir die Abenteuer in den Tiefen des Weltraums bestreitet auf unserer USS Ahnungslos. Es freut mich, dass ihr den Platz eines Crewmates eingenommen habt und uns fleißig unterstützt. So, guck mal, wir haben hier nochmal ein bisschen fertig. Ich werde es ein. Ja, abgeschlossen. Oh, Misserfolg. Schade. Wir werden, oder wir müssen jetzt Quark retten von dem aus dem Karema-System, vom Karema-Heimatplaneten. Es gibt einige Ungereimheiten, haben wir in der letzten Folge mitbekommen. Warum scanne ich eigentlich noch die ganze Zeit? Ah, ist auch egal. Die Karema wurden angegriffen von den Herc, sie wurden fliehen, wurden aber von den Gemmahader aufgehalten. Warum auch immer, werden wir bestimmt noch herausfinden. Aber erstmal werden wir uns jetzt runterbeamen und werden alles daran setzen, erstmal Quark zu befreien. Das gab es schon. I'm afraid we'll have to make the rest of the journey the old-fashioned way. Shall we? Auf geht's, Concealer. Quark's life sign is near here. Let's try to find a way in. Ah, immer so gentlemanmäßig der Charakter, immer so. Aber trotzdem immer geheimnisvoll. Anomalie, das heißt, er kann, gibt's wieder mal F&E-Materialien. Haha, das haben wir ja schon ewig nicht mehr gesammelt. Weiß gar nicht, wann haben wir denn das letzte Mal F&E-Materialien auf dem Boden gesammelt? Das ist bestimmt schon, boah, ewig her. Ich meine, wir haben ja auch eine ganze Tasche voll mit FE-Materialien, ne? Also das ist ja nicht, aber. Und dabei stelle ich wenig her, mal zur Zeit. Warum eigentlich auch herstellen? Man findet ja eigentlich. Hallo, Kirk. Was kommt hier? Was kommt hier? Warum ist meine Eskorte auf Cooldown? So, mit Garak sprechen. Ja, das machen wir gleich. Shows a Ferengi life sign beyond that rather secure door. Unfortunately, the Karemmin security system is beyond me. Given time, I could crack it, but we're running low on that commodity. There are a number of Karemmin life signs nearby, however. One of them might be able to help us reach Quark. Verstanden. Oh. Gut, dann retten wir erstmal die Karemmaner. Komm her, du! Hörg! Du Hörg-Insekt! Hihihi! Ja, sogar noch. Noch mehr Gas. Warum schießt sie noch? Ist sie mit Schugge? Oh! Muss das sein? Und eine neue Drohne rufen. Sicherheitseskorte. Die schießt schon wieder. Mach das aufhört. Thanks for the timely rescue. I don't suppose you'd be willing to turn a blind eye to all the contraband you've seen down here? It'd save me the trouble of shooting you later. Wie bitte? Wir suchen nach einem Ferengi namens Quark. Oh, Quark, yeah, I know him. Little guy, big ears, flashy dresser. I hear he owns a moon. And we locked him up in a secure room when the shooting started. Big spender like that should be kept safe. Tell you what, help us out with all these nerks, gurks, and whatever you call them. Help us, and I'll help you. Deal? Einverstanden. Na gut, dann haben wir schon mal den ersten Minenarbeiter, den ersten Karemaner gerettet, nicht Minenarbeiter, Karemaner. Man könnte aber vermuten, dass es hier eine Mine ist. Sieht zumindest so ein bisschen aus.
Aber es ist natürlich keine Mini. Es ist bestimmt. Okay, ich versuche nicht zu sterben. Ich hätte eigentlich auch nicht vor zu sterben. Ich will nicht so oft sterben. Sterben tut weh. Da hat er gut reagiert. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie das eigentlich für ein Spiel, für einen Charakter im Spiel ist, zu sterben? Wie fühlt es sich eigentlich an für einen Charakter, für einen Spielcharakter, wenn er im Spiel stirbt und wiederkommt? Denkt er sich auch, what the hell, nicht schon wieder? Oder was macht er? Nein, wir suchen einen Ferengi. That'd be Quark, then. Only Ferengi around here that I know of, anyway. He's in a secure vault, not far from here, with another VIP. Look, I owe you my life, but I don't have the code to get to Quark. There are others nearby. One of them should have it. Help them, and I'll make sure they open the door for you. I swear it. Sehr wohl. Ja. Aber das wäre doch mal, das wäre doch bestimmt mal so eine interessante Idee für so ein Buch oder so. Leben eines Spielcharakters. Ob es sie auch ankotzt, jedes Mal zu sterben und wieder zu respawnen? Die irgendwann davon einfach genervt sind und irgendwann einfach mal sitzen bleiben? So nach Motto, Ralf reicht's? So nach Motto, der da einfach so, ich mach das nicht mehr. Geht weg. Und wer weiß, wo die Spieleindustrie noch hingeht. Und die KIs. Wer weiß, wie intelligent sie nachher noch gemacht werden. Vielleicht kommt dann irgendwann mal so eine hochintelligente KI und sagt, ich mach da nicht mal mit. Wir suchen nach einem Ferengi. Think I saw my brother and some of his men hustle the little grifter into a vault before those monsters got in here. Good luck getting him out of there. Wait, that was rude. You just saved my life. Let me return the favor. One of my brother's people should be able to open the door for you. Find them and you're all set. Wir haben den Rest geholfen. Begeben wir uns zu Quark. Okay, jetzt geht's los. Jetzt holen wir uns unseren, ja, super tollen Ferengi-Freund wieder, der uns ja immer so toll unterstützt und immer so... Naja, oh, wir haben hier was fertig. Ruf. Oh, der tägliche Ruf. Und zack. Also, wir haben bei Discovery schon fast Stufe 6 erreicht. Das ist doch schon mal schön. Omega sind wir bei, ja, noch ganz am Anfang. Stufe 3. Ah, kurz vor 4 schon. Das ist auch cool. Wenden. Wenden. Brauche ich alles nicht. Da räume ich nachher auf. Ich habe jetzt noch so viel, da kann ich nachher aufräumen. So, mach die Tür auf. And here we all are, alive and kicking. Wonderful. We had a deal, and I'm not about to back out on it. Especially since you're all so well armed and cranky. Not the kind of people I want to cross. Yeah, that can't be good. Door's open. You better get a move on. Machen wir uns auf den Weg. Ja, machen wir uns auf den Weg. Ja, Quark, willkommen. Wir kommen, um dich zu retten. Halte durch. Unser kleiner Freund. Ah, natürlich ist er wieder ein Aufseher. Los. Vichamine, alles bereit, alles machen, was geht hier. So, wir haben ja noch
Kampfdrohne. Dann ist sie auch leer. Da kommen noch weitere Herc. Von links. Los. Ah! Wir sind in der Herc-Falle geraten. Brachte ihn auf, sehr kalt. Was macht er da? Warum? Ist er da in der Wand festgepackt oder was? Ja. Komm raus da! Kannst dich nicht verstecken. Wo ist der denn jetzt? Oh, ernsthaft, der ist doch wirklich da dran festgepackt. Ja! Toll! Da ist was Blaues, da muss ich hin. Energiepanzer. Ein energienutzender Panzer. Komm da nicht ran. Ja, super. Natürlich. Das ist jetzt so klar, dass das jetzt verpackt ist. Ah. Machen wir hier erstmal an mit durch. Oh, Klingonische Reiche Einsatzding durch. Ah, sehr schön. Lithium können wir noch mal ein bisschen veredeln. Kann er da nicht rauskommen? Ah, geht doch. Oh. See you too, Quark. I see your mission was a successful one as well. Yes, Garrick, I found your mysterious widget. What is it exactly? It's not Karemin tech. They found it a few days before I got here. I haven't had a lot of time to analyze it, thanks to the Herc. I see. Thank you, Quark. This narrows things down considerably. It does. Good. That makes it more valuable. Indeed it does, my friend. Indeed it does. Okay. Was ist das? Hier, da hinten gibt es aber erstmal was. Das? Warum leuchtet das? Stadt analysieren. It would appear that the Herc burrowed this way to bypass the doors above. And unlike most burrowing creatures, the Herc actually ate their way through the ground. Interessant. Sehr interessant. Ja, gut. Wir werden das herausfinden, was das für ein Gerät ist, was sie da suchen. Das wird aber auch erst in der nächsten Folge passieren. Seid also auch mit dabei auf unserem Außeneinsatz, wenn wir jetzt mit Quark und den anderen retten und auch von hoffentlich von Garak erfahren, was es denn für ein komisches Gerät hat. Was sie jetzt gefunden haben. Das werden wir erfahren. Schaltet dann gerne ein in der nächsten Folge. Macht's gut und auf Wiedersehen.